Nun denn, dann erkläre ich dir jetzt mal, wie das hier läuft. In dieser Stadt herrscht das Gesetz des Inquisitors Mendoza. Und ich bin seine rechte Hand in dieser Stadt. Das bedeutet, ich bin das Gesetz dieser Stadt. Jeder Störenfried und Verbrecher, der versucht, das Gesetz zu brechen, wird bestraft. Also, halte dich an meine Anweisungen. Und ich werde sehen, was ich im Gegenzug dazu für dich tun kann. Okay. Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dich unterstützen? Ich brauche loyale Männer, die in meinem Sinne handeln und mithelfen, diese Stadt intakt zu halten. Wenn du mir helfen willst, dann unterstütze mich, die verbrecherischen Banditen im Zaum zu halten. Okay, ich werde dir helfen, deine Stadt zu säubern. Ich werde dir helfen, deine Stadt zu säubern. Nun denn, wenn das so ist, dann werde ich dir jetzt sagen, was du tun wirst. Geh und finde alle Banditen auf den Straßen meiner Stadt. Stelle sie und sorge dafür, dass sie keinen Schaden anrichten. Meine Wachen werden dir dabei helfen. Viel Erfolg. Und denk dran, ich werde dich beobachten. Wenn sich etwas Wichtiges ereignet, das dich deiner Aufnahme in unserem Orden näher bringt, werde ich dich rufen lassen. Okay. Und was genau? Ja, das ist ganz wichtig. Was genau? Was genau ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Leider sind viele der alten Artefakte auf dieser Insel aus Gold und deshalb sehr begehrt. Es wird geklaut, was das Zeug hält. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die goldenen Artefakte in die Vulkanfestung gebracht werden. Jeder kleine Dieb und Hehler dieser Stadt will einen Teil des großen Kuchens haben. In dieser Stadt befinden sich immer noch eine ganze Menge Artefakte aus den Tempelruinen im Umlauf. Das allein ist nicht weiter schlimm. Doch leider werden viele davon immer wieder aus der Stadt geschmuggelt und verschwinden im Banditenlager des Don. Wenn ich bloß wüsste, wie diese Artefaktschmuggler das bewerkstelligen. Das Loch muss endlich gestopft werden. Natürlich. Wie stehst du? Genau, das ist erstmal ganz wichtig. Wie stehst du zu den Banditen von Don Esteban? Vor unserer Ankunft hatte Esteban großen Einfluss in dieser Stadt, aber als wir kamen, ist er gewichen. Jetzt versteckt sich der Banditenkönig irgendwo jenseits dieser Mauern. Ohne ihn sind seine Leute nur ein loser Haufen von Landstreichern und Gesetzlosen. Ich beobachte sie. Solange ihre Zahl überschaubar bleibt, haben sie keine Macht. Das kann sich allerdings schnell ändern. Deshalb müssen wir wachsam bleiben. Dann bleiben wir das. Warum? Warum ist der Inquisitor gerade auf diese Insel gekommen? Hier ereignen sich Dinge, die unsere Anwesenheit unabdingbar machen. Die heilige Halle der Vulkanfestung wird von sehr alten Kräften bedroht, die seit langem verschollen geglaubt waren. Wir sind gekommen, um die heilige Flamme und das Volk dieser Insel zu schützen. Wir müssen die Geheimnisse der emporgestiegenen Tempel ergründen und das alte Volk ihrer Erbauer verstehen lernen. Zu diesem Zweck sammeln wir alles, was wir in den Ruinen der alten Tempel finden und bringen es in die Festung. So, die meisten Informationen erhält man immer von den Anführern, weshalb wir auch schon ein bisschen länger mit ihm reden. Und welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Sie ist intakt und sie wird es auch noch so lange sein, wie die Zahl derer, die nicht dem Gesetz folgen, klein bleibt. Sollte allerdings das Verbrecherpack versuchen, die Oberhand über die Stadt zu erringen, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Jeder hat dem Gesetz des Inquisitors Folge zu leisten. Okay, aber erstmal wegen der Banditen des Dorn. Wegen der Banditen des Dorn. Delgado hat versucht, sich die Gosse unter den Nagel zu reißen. Jetzt ist er weg. Die Gosse ist schon unübersichtlich genug. Da brauchen wir nicht noch so einen Strolch. Gut gemacht. Na also, 150 Gold. Jeder kriegt was vom Kuchen. Wir werden uns allerdings jetzt wieder zurückbegeben. Katsching! 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 Und wir werden auf jeden Fall den Ring der Verstohlenheit anlegen. Magie, Waffen, Rüstungen. So. Jetzt müssen wir schleichen können. Ja. Wir können schleichen. Und damit können wir auch einiges anstellen. Unlautere Dinge werdet ihr jetzt hier die ganze Zeit sehen. Während er nämlich dort ist. Ich muss einmal kurz gucken. Ach nee, das ist Dargel. Da ist Mo. So, kann ich hier kann ich so einfach rein. Okay, ich werde hier nochmal eben speichern. So, Buchständer, hey. Hallo Buchständer.
Steaks und Zwiebeln, ein Kochbuch. Das schreibe ich mir mal ab. Erfahrung plus 10. Schleichen, 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 schleichen. Sonst ist hier nichts mehr. Hier ist ein Herd und hier ist ein Kochtopf. Hier kann ich nichts dran machen. Lebensenergie plus 50. Ja, das ist ordentlich. So, hier ist allerdings nichts mehr Ordentliches. Ich werde mal versuchen nach... Oh, ich werde mal versuchen nach oben zu kommen. Warte, vorher speichere ich. Und warte, bis Mo endlich weg ist. Hey Mo. Mo, 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 Mo. Hallo Mo. Hi, ich bin der Mo. Ich bin der Mo. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle, halte die Fleischerei sauber, koche das Fett ein und hol die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag, also wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Ist gut. Habt ihr noch ein paar Felle? Ja, ein paar alte Felle habe ich noch. Hier, du kannst sie haben. Cool. Sag mal, du brauchst die doch nicht für Baxter, oder? Naja, eigentlich schon. Na, das gefällt mir. Die Felle gehörten eh schon Baxter. Aber das muss er ja nicht erfahren. Hau schon ab. Natürlich. Alter Schlitzohr. Pirat. Oben. Speichern. Bald, super. Komm, dann müssen wir uns erstmal reinlegen. Alles nehmen. So, ein Herd. Dagel. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das heißt, wir müssen an sich mal Dagel platt machen. So, ich dachte eigentlich, hier würden irgendwo ein paar Felle rumliegen. Dass wir die uns vielleicht mitnehmen können. Naja, gleich muss ich eben Bestandsaufnahmen machen, wie viele Felle wir schon haben. Ich weiß ja, wo wir noch ein Wolfsfell finden können. Das könnte man uns jetzt... Ich trau dir nicht. Ja, ja, ich bin schon weg. Dich im Auge ich bin schon weg, ich bin schon weg. Sag nichts, ich bin schon weg. Ich möchte nämlich erstmal primär diese gesamten Felle suchen. Hallo? Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Hallo, Salty. Kann ich mir deinen Fisch klauen? Nein, leider nicht. So, die Nacht ist des Liebes Freund. Und wir müssen... Mist, wieso stehst du gerade da? Komm ich hier so einfach? Hallo? Schleichen? Ja. Das war ja wohl mal ein Geniestreich. Zack. Alles nehmen. La 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 la. So, am besten immer vorm Fenster klauen, damit auch ja, damit man auch ja gesehen wird. Zack. Wir haben ihn einfach hallo. Geworfen. Ja, nee, hallo. Ich bin's, der nette, freundliche Herr von nebenan, der euch die ganze Zeit ausraubt. Käse! Musst du vorsichtig sein. Okay, ich bin schon was draußen. Denn? Ach so, ja. Nein, ich will nicht. Erst hörte man ein Grollen. Hallo Josh. Die Erde. Hallo Bart. Hast du von der Ruine? Ich muss einmal mich kurz hier umgucken. Hier ist noch eine Truhe, die wir ausräumen können. Alter, hier können wir gut was mitnehmen. Einen Besen! Ich habe mich gerade während Assassin's Creed 2. Müsste eigentlich zwar nicht zeitgleich mit dieser Folge hier kommen, aber ist ganz lustig gewesen. Zu glauben. Was soll das? Shit. Warum schleichst du hier rum? Ach, die sehen mich da ja. Wir sind alle am Arsch. So, ich muss noch überlegen, wie ich da am besten reinkomme. Wie viele Fälle haben wir denn bisher? Sonstiges? Fälle. 3 Wolfsfälle und 3 Wildschweinfälle. Das heißt, es fehlen noch jeweils 2. Ich kann hier aber ohne Probleme rein, oder? Speichern wir einfach mal. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Damit. So, wir nehmen uns übrigens die Goldmünzen, die hinter der Trese liegen, mit.